Ich bin auf eine Webseite im Darknet gestoßen, auf welcher eine Linkliste angeboten wurde. Eine Linkliste mit ganz vielen verschiedenen Darknet-Links. Denn für die Leute, die es nicht wissen, im Darknet suchst du nicht einfach über Google oder irgendwie sowas, da dies im Darknet gar nicht existiert, sondern meistens findet man die Webseiten über Links. Das heißt, du hast Links, die du dann öffnest und kommst dann auf Seiten, welche dich auf weitere Seiten bringen und. Ja, und ich bin auf eine Seite gestoßen bei meiner Recherche, welche eine Linkliste angeboten hat. Eine Linkliste, welche sich automatisch gedownloadet hat, wenn man auf den Link geklickt hat, wo die Linkliste angeboten wurde. Und naja, nun befindet sich diese Linkliste auf meinem Desktop. Und ich sag's euch mal so, in diesem Dokument befinden sich unzählige Darknet-Links. Und damit meine ich wirklich unzählige. Und was wir heute machen werden, ist riskant und gefährlich, deswegen solltet ihr das auf gar keinen Fall zu Hause nachmachen. Denn wir werden heute zufällig Links von diesem Dokument öffnen. Das heißt, ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Ich werde diese Links einfach öffnen und dem Zufall überlassen. Das heißt, wir werden so ein bisschen durchscrollen und irgendwann sage ich Stopp. Und genau den Link, der dann da kommt, den werden wir öffnen und rausfinden, was sich hinter diesen Seiten verbirgt. Ich bin super gespannt und ganz, ganz wichtig, macht das zu Hause nicht nach. Und auch wichtig zu sagen ist, dass weder YouTube noch ich mit irgendwas davon in Verbindung stehen. Ja, deswegen würde ich sagen, bevor wir mit dem Video loslegen und einfach mal random und zufällig Links öffnen, würde ich sagen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Denn wir gehen jetzt ins Darknet, beziehungsweise erstmal auf die Linkliste, dieses Dokument und öffnen jetzt einfach mal random Links. Let's go. Alright, meine Freunde, wir befinden uns nun auf meinem Desktop und das hier ist das File, wo die ganzen Links aufgelistet sind. Ja, ich habe das Ganze jetzt natürlich zensiert, ist natürlich klar, da ich keines dieser Links teilen möchte, da sich vielleicht der ein oder andere dann natürlich in Gefahr begeben könnte, weil ich eben nicht genau weiß, was sich hinter den Links verbirgt. Deswegen die ganzen Links hier zensiert werden. Und das ist ja nichts Neues, weil ich zensiere die Darknet-Links hier eigentlich immer, da ich nicht möchte, dass irgendjemand von euch da irgendwie auf blöde Ideen kommt oder irgendwelche Sachen öffnet und sich dann in Gefahr begibt. Wie gesagt, wer das Ganze nachmacht, ist natürlich auf eigene Gefahr. Ich hafte für nichts. Ich habe euch gesagt, macht's nicht nach. So, wie auch immer, wir werden einfach mal anfangen und ich sag einfach mal, ich mache meine Augen zu oder guck weg, scroll einfach mal runter und nehme den Link, der da ist, wo mein Mauszeiger ist. Also gehen wir runter, 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 runter und stopp. Alright, das wird wohl dieser hier sein. Ja, keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Das ist halt auch immer so krass, weil diese Darknet-Links, diese Onion-Links, sind ja mega kryptisch, ja. Also du verstehst nichts, was in diesem Link steht. Das sind ja einfach nur Buchstaben und Zahlen und Zeichen. Und es steckt halt immer eine Seite dahinter. So, ich werde das Ganze jetzt hier kopieren und öffne es mal in meinem Tor-Browser. Mal schauen, wo uns diese Seite hinführt. Okay, die Seite ist super hell, weil es einfach nur weiß ist. Und da steht, is it dark outside? No. Mehr gibt es auf dieser Seite nicht. Ist es dunkel draußen? Nein. Und da hat diese Seite tatsächlich recht. Denn es ist draußen nicht dunkel. Denn wir haben, ja, kurz vor 3. Super interessante Seite. Vielen Dank dafür. Das ist einfach so unnötig. Unnötiger könnte diese Seite nicht sein. Außer hier gibt es noch irgendwas versteckt. Vielleicht kann man hier irgendwie so klicken wie im Darknet-Simulator und dann taucht irgendwas auf. Sieht nicht so aus. Naja, danke dafür. Wir machen weiter. Okay, gleiches Spiel wie eben. Ich schaue weg, weg, weg und stopp. Okay, das ist in der Mitte. Ich würde dennoch den oberen einfach nehmen. Wir nehmen den hier. Das Problem bei dieser Linkliste ist, dass wir keine grünen und keine roten Links haben. Denn die Linkliste, welche ich ja normalerweise benutze, hat ja grüne Links. Das heißt, das sind geprüfte Links, zumindest Links, wo nichts passieren kann. Und rote Links sind die gefährlichen Links, wo eben nicht überprüft wurden oder überprüft wurden und es heißt, dass sie gefährlich sind. Naja, wie auch immer, hier haben wir die Möglichkeit leider nicht. Ich werde jetzt diesen Link markieren und ebenfalls im Tor-Browser öffnen. Mal schauen, was sich da verbirgt. Okay, es hat uns zu einem Video geführt. Ja, auf der Seite gibt es gar nichts, außer dieses Video. Und der Player sieht extrem alt aus. Dieses Layout von dem Player. Naja, wir gucken uns das Video einfach mal an. Es gibt gar keine Infos, gar nichts. Die Seite ist einfach nur schwarz. Und mit einem Video. Keine Informationen, rein gar nichts. Nur dieses Video. Klicken wir mal drauf und schauen uns das ganze Ding mal an. Okay, ich bin gerade ein bisschen verunsichert.
Was ist das für ein kranker Mist? Also wir sehen eine Frau, die offensichtlich gefilmt wird und irgendwie irgendwo eingesperrt ist, so wie es aussieht. Irgendwelche meditativen Geräusche und irgendein Gerede im Hintergrund. Aber das gefällt mir irgendwie ganz und gar nicht. Um was geht's hier? Was passiert hier? Also, I don't know, es sieht aus, als wäre diese Frau irgendwie in diesem Keller und sie wird gefilmt. Das Problem ist, es gibt keine Informationen zu diesem Video. Es gibt gar keine Informationen auf dieser Seite. Wie gesagt, es ist einfach eine Seite, wo ein Video drauf ist. Mehr gibt es hier nicht. Was wird hier gefabriziert? Es wirkt auch irgendwie so, als wäre die Frau irgendwie benebelt oder so. Vielleicht hat man ihr irgendwas verabreicht. Ist es zu Ende? Ne, ist nicht zu Ende. Junge, was ist das? Soll uns das irgendwas symbolisieren? Gibt es da irgendwelche versteckten Nachrichten? Was hat es mit diesem Video auf sich? Ich habe viel zu viele Fragen. Wer ist diese Frau? Was macht man mit dieser Frau? Warum ist sie da? Was ist da los? Das gefällt mir nicht. Von wie lang geht das Video bitte? Ja, die ist safe da eingesperrt, weil die wird ja richtig crazy. Stellt euch mal vor, die Frau muss das hören, was wir gerade die ganze Zeit hören. Das wäre ja absolut krank. Wenn die da tagelang drin ist und man hört die ganze Zeit nur diesen Sound, den wir gerade hören. Was passiert da? Die Frage ist halt, ob das echt ist oder einfach nur ein Kunstprojekt oder irgendwas Inszeniertes. Das ist halt schwierig zu sagen bei solchen Videos, muss ich ehrlich sagen. Aber sie sieht die Kamera auf jeden Fall nicht. Also das ist so ein bisschen merkwürdig, weil die Kamera bewegt sich ja die ganze Zeit. Also gehe ich mal davon aus, dass sie jemand filmt. Aber warum reagiert sie darauf nicht? Alter, wie lange geht das denn noch? Ich bin konfuselt. Oh, sie geht. Wo geht's hin? Ist es zu Ende? Eine Ewigkeit später. Okay, ganz, ganz weird. Da kommt jetzt einfach minutenlang einfach nur ein dunkles Bild, gar nichts, kein Ton. Ich habe es jetzt mal durchlaufen lassen und jetzt geht's einfach weiter. Ich habe gerade pausiert. Wir gucken jetzt einfach weiter. Also keine Ahnung. Es war jetzt wirklich ganz, ganz lange einfach ein dunkles Bild ohne Ton und nichts. Ich dachte, es ist schon zu Ende. Aber es scheint weiterzugehen.
Machen wir weiter. Was um alles in der Welt? Junge, ich check das Video nicht, ne? Es ist zu Ende, ich hab's einfach nicht gecheckt. Ich hab keine Ahnung, was das war. Ich hab keinen blassen Schimmer, was das war. Ja, weiß nicht, schwierig zu sagen, also... Als wäre die Frau irgendwie unter Drogen gewesen, oder... I don't know. Entweder sowas, oder komplett... Komplett insane schon geworden, ich weiß es nicht. Sehr merkwürdiges Video, wenn ihr mich fragt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also wenn ihr irgendwelche Ideen oder Theorien habt, schreibt es mal sehr gerne unten in die Kommentare. Weil ich kann euch gerade echt nicht sagen, was es damit auf sich hatte. Super merkwürdig. Vor allem, das ging auch richtig lang. Ich weiß nicht, wie lange, aber eine gute Weile. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal abspeichern, diesen Link. Irgendjemand hat sie ja gefilmt, weil die Kamera hat sich bewegt. Außer man hat im Nachhinein diese Kamerabewegung eingefügt. Aber ich hätte jetzt gesagt, jemand hat sie gefilmt. I don't know. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdiges Video. Wir machen einfach mal weiter, lassen es jetzt einfach mal so stehen und öffnen weiterhin zufällig irgendwelche Links. Let's go. Okay, wir scrollen einfach nach oben und irgendwann mache ich einfach Pause und den Link nehmen wir dann. Weiter. Und stopp. Wo ist die Maus? Hier. Oh, okay, hier ist die Maus. Alles klar. Den nehmen wir. Let's go. Okay. Was um alles in der Welt ist das? Man kann hier überall draufklicken. Ich weiß aber nicht, ob ich das will. Muss ich euch ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da gerade draufklicken will. Aber das verschickt übel meine Augen. Oh, okay. Sollen wir einfach mal... Hier kann man nicht... Ab hier kann man wieder klicken. Ich weiß nicht, was das ist. Also sollen wir einfach mal draufklicken? Keine Ahnung. Ich meine, meine Videos sollen ja auch so ein bisschen Aufklärung sein. Also... Hätte ich gesagt, ich klicke da einfach mal drauf, wir gucken, was passiert und dann sind wir ein bisschen schlauer. Jetzt, ich klicke einfach. Was ist das? Okay, also das checke ich nicht. Surgery? Also Operation? Was zum Teufel ist das denn? Fange ich mir da gerade irgendein Virus oder einen Trojaner ein, während ich hier auf dieser Seite bin? Was ist das, Junge? Ich komme hier halt irgendwie... Komme ich da irgendwie zurück und kann nochmal das von gerade öffnen? Ja, komme ich. Was, wenn wir auf Target drücken? Ich weiß nicht, was das ist, gell? Ich check diese Seite nicht. Yo, Leute, ich habe keinen Plan, was das ist, gell? Ich bin gerade echt konfuselt. Checkt das irgendeiner? Was ist das für eine Seite? Was kann ich hier machen? Ich bin absolut verwirrt. Ich habe ein bisschen Schiss, dass im Hintergrund jetzt irgendwas auf meinem PC geladen wird oder so. Aber was soll's? Wir testen das Ganze jetzt halt einfach mal. Ey, ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich auf dieser Seite machen soll. Also ich habe die Seite jetzt einfach mal geschlossen und wir gucken einfach mal, ob wir noch irgendwas finden. Wir machen einfach nochmal weiter, hätte ich gesagt, und klicken uns nochmal durch die Linkliste. Viele Links funktionieren nicht, also das ist jetzt der vierte Versuch. Ich habe jetzt schon viermal gerade einen Link geöffnet und jedes Mal sage ich so, okay Leute, und wir scrollen jetzt runter und machen Stopp. Und dann mache ich so Stopp, gebe den Link ein, er funktioniert nicht. Und dann komme ich wieder, okay Leute, wir machen jetzt wieder. Link funktioniert nicht. Okay Freunde, jetzt machen wir es noch ein weiteres Mal. Und somit jetzt der vierte Versuch. Also, auf ein neues. Bum, 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 Stopp.
Jetzt habe ich hier irgendwas Rechtsklick gedrückt. Okay, hier ist kein Link. Machen wir nochmal. Bim, 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 bim. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Und stopp. Okay, den hier nehmen wir. Den hier nehmen wir. Bitte lass es diesmal funktionieren. Let's go. Okay, das ist wirklich super weird. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ob ich mit dem Hintergrundbild von dieser Webseite anfange oder mit diesem Foto, was hier gepostet wurde. Ich sag's mal so. Dieses Foto hier muss ich definitiv auf YouTube zensieren. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Denn auf diesem Foto ist ein junger, entkleideter Mann zu sehen. Er ist gefesselt, hat Blut im Gesicht und einen, ich kann es nicht genau erkennen, aber es könnte ein schäumender Mund sein. Neben ihm liegt ein Blatt Papier, da ist irgendwas draufgeschrieben, ich kann es nicht lesen. Und ein Handy liegt oben drauf. So. Mir ist nicht ganz klar, ob dieser junge Mann noch am Leben ist. Und allgemein das Foto sowieso verstörend ist, weswegen es an dieser Stelle natürlich zensiert werden muss. Es tut mir leid, ihr dürft euch gerne wieder beschweren, aber das liegt nicht in meiner Hand, was ich hier zeigen darf und was nicht. Das liegt immer an der jeweiligen Plattform. Ja? Und YouTube hat Nutzungsbedingungen und das ist auch gut so und die muss man eben einhalten. Jetzt haben wir unter diesem Foto haben wir einen Text, beziehungsweise eher einen Steckbrief. Nein, hier steht Name of the Victim, also Name des Opfers, Ricardo. Tod, also ich nehme an Todesursache, Poison, also vergiftet, Vergiftung, Alter 29, Land, Mexiko. Okay, und das ist krass, merkwürdig. Da steht der Name von dem Killer, wer das anscheinend vollbracht hat. Das ist ein Nutzername und ich weiß, ich werde diesen Nutzernamen auf jeden Fall ausschwärzen, weil ich will nicht, dass hier irgendwas passiert oder dass ich hier irgendwas veröffentliche, was ich vielleicht nicht veröffentlichen sollte. Auf jeden Fall gibt es hier einen Nutzernamen von dem vermeintlichen Killer des Jungen und dieser Name wird jetzt an dieser Stelle nicht gezeigt. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, hier steht Watch the full video here und da kann man draufklicken, das ist ein Link, wo du anscheinend das volle Video sehen kannst, was man mit diesem jungen Mann angestellt hat. Ich werde da jetzt nicht draufklicken. Ja? Ich weiß, dass viele von euch wahrscheinlich wollen, dass ich da draufklicke, aber das Risiko werde ich an dieser Stelle nicht eingehen. Ja, eine wirklich ernstzunehmende Seite, weil du nie weißt, was dahinter steckt. Ist das jetzt eine echte Seite oder irgendein Quatsch? Nichtsdestotrotz weiß ich auch nicht, was es mit diesem Foto hier auf sich hat. Was da los ist. Und ich bin gerade echt ein bisschen verstört, muss ich euch ehrlich sagen. Ich meine, ich habe schon viel gesehen im Darknet, aber solche Sachen schockieren einfach immer wieder aufs Neue. Es ist einfach so. Und finde es immer wieder sehr erschreckend, was man hier findet, was hier gepostet wird, was die Leute hier veröffentlichen. Und deswegen muss man immer aufpassen. Und ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass es neugierige Leute geben würde, die auf diese Seite kommen und dann da unten auf den Link klicken, weil sie das Video sehen wollen. Und was weiß ich, was dann passiert, wenn du da draufklickst. Es könnte passieren, dass du vielleicht dir irgendwas runterlädst automatisch, ohne dass du es möchtest. Dass vielleicht irgendwelche Hintergrundprozesse aktiviert werden und dir irgendwas draufgespielt wird auf deinem PC. Dass du vielleicht auf eine Seite kommst, wo du das Video vielleicht wirklich siehst. Oder vielleicht auf eine Seite kommst, wo dich irgendwelche Behörden tracken. Oder auf eine Seite kommst, wo du vielleicht irgendwas kaufen kannst. Deine Bitcoin-Adresse angeben musst. Dann heißt es vielleicht irgendwie, yo, hier kannst du bezahlen und dann bekommst du das volle Video zugeschickt. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist immer ja, sehr, sehr riskant. Allgemein auf solche Sachen. Es ist allgemein riskant, Links zu öffnen, ohne zu wissen, was es ist. Und jetzt sehe ich gerade, das ist mir gerade gar nicht auf, war das die ganze Zeit schon da? Das ist mir jetzt gerade nicht aufgefallen. Da steht was. 01-12-05 DH Min. Soll das irgendwas heißen? 1-12-5 1.12.2005 DH Min. Oh, oder ist das vielleicht ein Timer? Könnte das ein Timer sein? D für Days?
ein Day, H für Hours und Min für Minuten. Hat sich hier was verändert? Also hat sich hier was verändert, seitdem wir auf der Seite sind, falls es jemand aufgefallen ist? Ich meine, wir können auch ganz kurz gucken, ob sich hier die Zahl verändert. Wenn das Sie hat sich verändert. Sie hat sich verändert. 1000%, die hat sich verändert. Sonst spult kurz zurück. Die hat sich verändert. Okay. Das ist ein Timer. Das ist ein Timer. Aber für was? Ein Tag, 12 Stunden und 4 Minuten. Yo, für was ist das der Timer? Für was ist... Ich muss das rausfinden. Oh mein Gott, ich will unbedingt wissen, was das ist. Das macht mich super neugierig. Aber vielleicht will man es gar nicht wissen. Okay, hier ist offensichtlich ein Timer. Irgendwas ist in einem Tag, 12 Stunden und 4 Minuten. Ist dann die Webseite down? Was passiert dann? Es gibt leider keine Möglichkeit, es gerade so rauszufinden, weil es sonst nichts auf dieser Seite gibt. Aber was passiert nach dem Timer? Also die Seite behalte ich mal im Auge. Ich speichere die mal ab und komme dann mal übermorgen nochmal auf die Seite und schau mal, ob sich da was getan hat. Ich kann euch sehr gerne ein Update in die Kommentare reinschreiben, weil zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video online geht, das wird ja nicht übermorgen online gehen, das heißt, ich werde in dem Zeitpunkt nochmal nachschauen können. Ja, machen wir es so, ich werde euch in die Kommentare schreiben, was ich gefunden habe auf dieser Seite, nachdem der Countdown zu Ende war, ja? Ich speichere mir die Seite ab und in 2 Tagen gehe ich drauf und bis das Video online geht, was ihr gerade seht, werde ich auf dieser Seite schon nochmal gewesen sein und schreibe es euch dann unten in die Kommentare rein, was dann da war. Machen wir es so? Oder ich schreibe es hier kurz jetzt hier rein oder so. Oder außer das Video ist bis dahin schon bearbeitet. Ich weiß es nicht. Aber ich würde es euch auf jeden Fall irgendwo reinschreiben. Entweder in die Kommentare oder hier wird es jetzt kurz eingeblendet. Wow, das ist krass. Das speichere ich mir ab. Super interessant. Aber auch sehr erschreckend. Also ich weiß nicht. Eigentlich will ich gar nicht wissen, was dann passiert. Aber ich werde euch up-to-date halten. Okay, die speichere ich mir ab und werde jetzt den Tor-Browser an dieser Stelle schließen. Boah, man fühlt sich immer so erleichtert, wenn man den Tor-Browser schließt. Ich weiß auch nicht. Es ist immer so ein komisches Gefühl, im Darknet zu browsen und im Darknet nach Sachen zu suchen. Auch wenn wir, wir verbrechen ja nichts, ne? Wir machen ja nichts Schlimmes oder so, aber es fühlt sich trotzdem immer so ein bisschen komisch an, im Darknet zu surfen. Es ist einfach, I don't know. Ja, wie auch immer, das war's mit dem heutigen Video. Ich öffne Random Links. Das Format mögen ja sehr viele von euch. Ihr findet es ja cool, wenn ich zufällig irgendwelche Links öffne und mich da in Gefahr begebe. Diese Linkliste ist super interessant und es gibt noch so viel darüber rauszufinden und noch so viele verschiedene Links, welche man ja in diesem Dokument öffnen kann. Also wenn ihr wollt, dass wir da weitermachen und weitere Links von diesem Dokument öffnen, welches ich jetzt aus dem Darknet habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst es mich gerne wissen, wenn ihr das sehen möchtet. Und ich weiß nicht, ob man es merkt, aber meine Augen sind so geistkrank angestrengt heute. Es blüht langsam, weil die Sonne scheint und wir haben 15 Grad irgendwie seit ein paar Tagen. Und ich merke richtig mies diese Pollenallergie. Es geht schon wieder los. Der Heuschnupfen beginnt. Ihr erinnert euch an letztes Jahr an die Videos mit meinen roten Augen und der zunehmenden Nase. Darauf habe ich gar keinen Bock. Aber es fängt schon wieder an. Nichtsdestotrotz, das war's mit dem Video. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass wir weiterhin diese Linkliste benutzen und gucken, was sich da noch dahinter verbirgt, was wir noch für Sachen und Seiten finden, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und nein, ihr braucht nicht fragen, ich werde euch diese Linkliste nicht schicken. Weil ich weiß, dass es Leute gibt, die sehr neugierig sind und ich bekomme sehr oft Nachrichten von Leuten, die mir schreiben, ey Dennis, kannst du mir diese Linkliste schicken oder schickst mir die Website oder so? Nein, ich möchte davon nichts teilen und auch niemanden hier irgendwie irgendwas zuschicken. Also wenn, muss man das selber rausfinden und sowieso auf eigene Gefahr, ne? Aber ich sag's ja immer wieder, geht nicht ins Darknet und wenn ihr es dennoch tut, dann ist das natürlich auf eigene Gefahr. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde, hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich liebe euch über alles und ganz, ganz wichtig, bleibt gesund. Und ihr wisst, wenn ihr meine Videos unzensiert sehen wollt oder auch früher anschauen wollt und einfach so ein bisschen extra Content genießen möchtet, Link dazu unten in der Videobeschreibung zu meinem Patreon-Account. Und in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch über alles. Macht's gut. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das Alina Eisentraut, Bibi Spooky Gamer Girl, Black Lolita, Black Shiva, Cyberpsycho, XX, FJ Mountain, Franco Noemi, Jeff Fuchs, Julian Hausmann, Katharina Bogdanowski, Kinga 1613, Löwe 2002, Maria Pantu, Marie 21, Michael F., Nadja Fettgenheuer, Niklas Möller, Patrick und Jenny 2017, Pyro Jan 95, Rexy TV, Saskia Pfeiffer, Snicker, Sonnet Umichak hier, Sophie, Steffi,
Steven Lead, Tombi27, Jacobi, Toddy Botti, Verena Alberer, X, Chavi, Yasochan, Yvonne, Alyssa Anastasia, Angelina R., Anna Rose, ASMR Ruby, Azel, Bad Rabbit, Beatrice König, Blood Swan, Breed, Brody's Rainbow, Celine W., Claudia Stetter, Daniel, Da Passi, Deluxe, Dustin91, Ehrenblü, Ella, Enger, Fabienne Janitzer Würsching, Florian Wilding, FluffyXO, Franziska D., Fresh Callboy, Gabba192, Gamestar, Giuseppe Corrado, GoHard, IceBlue, IsSchOkay, Isabel Wernicke, JenJen, Jennifer Karg, Jenny Steffel, Joel Schnell, Jules F. Mew, Juna da Luna, Justin Richter, Kai, Kilian, Kim S., Kimbo, Lara W., Lea, Liam Pascal Falkenberger, live gespielt, Lukas Bozizkowski, Madia Ahmed, Mandy172, Markus Pyrasch, Mario Meyer, Markus Burkhardt, Markus Hübner, Martina, Matthias HM, Max, Michael, Michelle Locker, Miles, Diaboli666, Mira Jane, Mr. Passo, Nancy Koch, Nathalie, Nico Hund, Nikolas Großer, Nicole Seger, Nini, Noah Jones Leitenbauer, Rainbow Panda, Sagaria3, Sangis Angelus, Sarah, Sarah S., Sina Beck, Steffi, Strubbelhaar, Susi Novakovic, Sven, Schulz, Tina Karaman, Wenschu, Xenia, Yolandi, Nekokati, Zephi Rau und Zero Hour. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für euren Support. Wow, das waren viele Namen.